Hey Leute und herzlich willkommen zur 25. Folge von Shadows, Haus der tausend Schatten oder Shadows, Rise for All Sins. Ja, ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen nochmal den Ansatz zu bekommen und hier weiterzukommen mit diesem Rätsel, das mir in der letzten Folge am Ende so Probleme gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, ich pausiere die Aufnahme, bis ich das jetzt erstmal so sortiert habe und schau mal, wie ich vorankommen. Und dann schalte ich irgendwann wieder ein, sozusagen, wenn ich vorangekommen bin. Also bis gleich. Eine Verbindung. Zwei Verbindungen. Drei Verbindungen. Drei Verbindungen. Eine. Drei Verbindungen. Zwei Verbindungen. Geht es hier weiter. Sechs Verbindungen. Hier, da. Und hier. Dann hört es hier auf. 1, 2, 3, 4. Kommen wir hier in die 6? Das ist 2. Das wird nur 1. Das heißt, es kann eigentlich. Da sind die einfach nur so verbunden. Das kann ja auch sein. Mit sich selber sozusagen. Dann haben wir hier 2. Hier haben wir 2. Kursieren machen, damit es 3 hat. Das hat ja nur 1. Dann muss das aber noch hier hin. Komm schon. So. Damit es, das hat ja 7. Das heißt, das hat auf jeden Fall viele. 2 Verbindungen. Also entweder so oder so oder das da. Jetzt mal so machen. Das sind 2. Das hat ja auch noch 2. Könnte das entweder hier hin oder dahin oder dahin. Ich mach's mal hier hin. Dann können wir hier hin die zweite von hier machen. Hier schon mal 1. Das müssen ja für 4 auch wieder sein. 1, 2, 3. Kann es aber auch nur hier sein. 2. Dann muss es da runter. So, du gehst weg. So. Du hast auch 2. Gehen wir davon aus, dass du da runter musst, weil du die 5 Verbindung hier dazu machen musst. Du hast 2. Gehst du da runter, dann hast du schon mal 2. Dann sind es 3. Aber du hast 2. Du brauchst 5. Oh je. Das ist schon mal 2. Das braucht 3. Das geht so schon mal. Okay. Das hat 2. Da fehlen noch 2. Können wir hier eins hin machen, damit wir da auch noch eine haben. Aber wie können wir hier denn 7 Stück hin machen? Und wie können wir hier 6 hin machen? Oh Gott, das ist schwer. Das geht doch gar nicht. Obwohl, wenn wir hier das hier so machen. Müssen wir dich aber wieder anders sitzen. Geht es trotzdem noch? 1, 2, 3. Wir brauchen hier aber 4 Stück. Das hat nur 1. Das heißt, es könnte auch so sein. Stimmt, jetzt stimmt's. 1, 4, 1, 2. Okay. Gut. Das sind 2. Hier sind es 3. Ja. Aber hier sind es keine 2. Das hat 2. Dann müssten wir es aber hier unten hin machen. Dann hat das hier aber schon 4. Dann kann das entweder nur hier hin oder da hin. Hätte ich auch mal nochmal weg. Boah, ist echt schwieriger als man denkt.
schwieriger, als es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlt ja auch nur noch einer. Dann können wir... Moment. Wenn wir den jetzt noch damit verbinden, dann haben wir den hier weg. Können wir hier 1 haben. Dann hat das keine 2 mehr. Dann müssten wir hier aber auch noch einen noch da machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt sind 7. Ja, toll. Vielleicht bist du nicht hier dabei. Ich weiß es nicht. Stopp, geh weg. Danke. Dann bist du hier mit dem. Einmal. Dann hast du 2. Du hast 2. Du hast 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6. Stimmt. 1. Das hat 2. Das hat 2. Das hat 2. Das hat 3. Jetzt stimmt's. Okay. So. Du brauchst nur 2. Das heißt, du bist mit dem 7er verbunden. Das geht ja dann auch. Du hast eine zweite Verbindung. 2, 2, 1. Das hat nur 1. Das heißt, die sind nur miteinander verbunden. 2, 3. Hier fehlt noch 1. Scheiße. Aber das braucht ja auch 3 Verbindungen. Also passt es so. Der hier braucht auch 3. Kommt es hierhin noch? Aber wohin denn noch? 1, 2, 3. Das sind 5. Dann fehlt hier noch was. Hier um die 5 fehlt noch 1. Ah ne, da haben wir ja das. Aber dann fehlt hier bei dem 3er noch 1. Shit. Wo machen wir das denn hin? Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch fehlt, kann es sein. Ansonsten stimmt ja jetzt alles. Ne, die 7 fehlt ja auch noch. Da fehlen ja auch noch 3 Stück. Pff, die 5 geht ja nur so, dass sie so ist. Und die 5 auch. Problem ist halt echt nur, wie bekommen wir die 3 dahin? Schwierig. Schwierig, schwierig. Wir können ja das noch benutzen. Für hier irgendwie. Aber das geht ja auch nicht. Dann brauchen wir nämlich hierfür dann wieder die 5. Dann hat das ja auch wieder eine Verbindung. Zu viel. Ich mache jetzt mal trotzdem. Mach dafür das ja weg. Dann haben wir hier 3. Dann fehlen noch 2 Verbindungen. Ja, aber wohin sollen die gehen? Hier lang geht's nicht, da lang geht, haben wir es ja schon. Wie gesagt, den 1er braucht der 7er, damit er was machen kann. Wäre auch hier nichts dran machen können. Das ist dumm. Der hat ja auch 2. Da habe ich eine vergessen. Wo muss sie denn da noch hin? Weil hier geht es ja nicht, weil dann stimmt die 3 ja auch schon wieder gar nicht. Und das mit den 2ern stimmt ja dann auch nicht. Boah, es ist kompliziert. Okay, wir können hier noch eine dran machen, dann haben wir hier schon mal 3. Müssen wir aber dich wegmachen. Also 2, 5 sowieso, 3. Okay, das sind 2. Okay, das stimmt auch. Das sind 3. Jetzt stimmt's hier. Okay, da war ein Fehler drin, ne? Sorry. Okay. Okay, dann haben wir hier die 5. Dann haben wir hier die 3. Hier haben wir jetzt die... Ne, wir haben keine 5, wir haben nur 4. Wir können hier auf jeden Fall auch noch einsetzen. Nur wohin denn? Ich kann da auch gar nirgends mehr hin. Das sind 3 Stück. Das sind 2. So stimmt es auf jeden Fall mit der 2 und der 3 und der 5. Und der 3 eigentlich auch und die 2. Das stimmt ja auch. Hier haben wir auch 6 Stück hinbekommen.
Das sind zwei, das sind drei. Da haben wir die eine Verbindung, weil die haben wir ja, die zwei benutzen wir ja hier für. Wie gesagt, hier fehlt ja auch nur noch eine Verbindung. Oder müssen wir die hier hin machen? Aber dann geht ja erst recht nichts mehr für die 7. 7 Fische müssen da verbunden sein. Dann müssen wir doch irgendwas mit der hier machen, oder? Aber dann haben wir ja hier auch keine eine Verbindung nur mehr, sondern zwei. Das ist dann zu viel. Boah, ist das schwer. Oder können wir die zwei wirklich einfach nur für hier benutzen? Dann disponieren wir nochmal ein bisschen um. Dann haben wir trotzdem nichts mehr für die 7. Und wir haben hier 2. Hier aber auch 2. Dann ist die 2 vielleicht für hier. Und das sind 3. Das stimmt ja dann auch wieder, oder? 1, 1. Nee, weil das ja keine 2 sind, sondern 3 Verbindungen. Sie hat 2 Verbindungen. Vielleicht muss es mit dem verbunden werden. Oder mit dem. Nee. So können es jetzt auch stimmen. Da haben wir hier 2 und da jeweils eine. Hier 2 für hier. Die 6 sowieso. Die 3 in jede Richtung. Dann müssen wir aber die hier wegmachen. Vier, fünf. Es fehlen immer noch 2 Verbindungen für die 7. Wo bekommen wir die denn her? Ich verstehe das gar nicht. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt, oder? Dass hier noch 2 Stück dazukommen. Ansonsten stimmt ja auch alles bisher, oder? Wow. Ich glaube, ich brauche wirklich so um die 20 Minuten oder vielleicht sogar noch länger für dieses Rätsel. Schlimm. Aber es stimmt doch auch bisher alles. Deswegen verstehe ich gar nicht, wo der Fehler liegt. Oder was halt noch fehlt. Ja gut, hier fehlt noch eine Verbindung. Aber wo muss die hin? Wir haben hier 3. Wir haben hier 2. Hier haben wir 3. 2. Nummer 2. Und 2. Nehmen wir den einen, 2, das sind 2, hier sind es 3, wir müssen hier noch irgendwie einen dazu bekommen, aber mit was sollen wir das denn verbinden dann? Wir haben hier doch schon alles besetzt oder wir haben schon genug für die ganzen anderen. Was mir außerdem gerade auffällt, warum hat dieser Fisch mit nur mit einer 1 drauf 2 Verbindungen? Das geht doch gar nicht. Scheiße. Was hab ich denn da gemacht? Dann kann der eventuell noch hier hin. Moment kurz. Also eine hier runter. 4. 1, 2. Dann muss der nach da zeigen, zu dem. Und der hier weg. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, toll. Dann machen wir die hier weg. Damit der hier weiter hier lang kann. Dann sind es 2. Nee, das sind 3. Das ist eine, das sind 2. Eine. 4. Weil nach da geht's ja nicht. Oder wir müssen das so machen. Dann sind es hier 4, das stimmt. Das ist eine, das ist eine. Das sind 2. 3. Fehlt halt hier noch die 2. Was machen wir mit der 2 dann? Ach, die 2 kann jetzt mit hier, okay. Dann haben wir hier jetzt 5. Das sind jetzt 5. Das sind 2, 3,
Hier sind es 5. 3. Hier sind es 2. Da sind es 2. Da ist eine. Das sind 2. Wo, hä? Trotzdem verstehe ich jetzt nicht. Wo können wir jetzt noch mehr für die 7 benutzen? Jetzt haben wir zwar ansonsten das Ganze hier gelöst auf der rechten Seite, aber was wir mit der 7 machen, weiß ich immer noch nicht. Verdammt. Toll. Ey. Okay, Moment nochmal kurz. Wir haben hier schon 5 Verbindungen. Es fehlen ja nur 2. 2 Verbindungen. Können wir den da vielleicht noch irgendwie dazu machen und den dann dahin? Dann sind es aber 3 Verbindungen, keine 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das stimmt. Dann müssen wir dich irgendwie hier runter machen und die 6 dann noch irgendwie woanders hin. Das geht ja auch nicht. Puh. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen nur noch eine einzige Verbindung für den 7er. Aber hier haben wir eine zu viel für den 2er. Das ist kompliziert. Wenn wir den hier hoch machen, dann... Ah, da war... Okay. Wow, ich hab's doch endlich mal geschafft. Hey! Scheiße. Sorry, dass es so ewig lange gedauert hat. Ich weiß nicht, ob ich das als eine Extra-Folge einfach nur lasse. Oder ob ich das so jetzt komplett so lasse. Ich meine, 17 Minuten ist halt schon arg lang für ein Rätsel. Aber da habt ihr wenigstens das ganze Gerätsel mit drin. Hey, komm, warum nicht? Ich versuche jetzt noch schnell viel zu machen hier, damit wir weiterkommen. Was haben wir hier denn? Ein Steuerrad, da fehlt ein Totenkopf. Ich kann das Rad nicht bewegen, ich muss es irgendwie lösen. Nee, ich habe irgendwie eine Verbindung wohl übersehen gehabt und deswegen kam ich da auf ein falsches Ergebnis wahrscheinlich. Die ganze Zeit. Dieser Schmutz ist schon zu lange da, ein Lappen reicht da nicht. Ja, dann... Weiß ich auch nicht. Musste halt irgendwie noch was dazu nehmen. Was ist das denn? Ah, hier können wir den Pirat einsetzen, cool. So, machen wir gleich mal. So, tschüss Pirat. Du hast uns lange begleitet. Ich habe lange nicht gewusst, was ich mit dir machen soll, aber das haben wir dich endlich mal benutzt hier. So, stellen wir dich zu deinen Kumpels und jetzt feiert ihr so eine große Piratenparty. Oder ihr sucht den nächsten Schatz. Ich meine, der Captain hat ja schon das Rohr in der Hand, das Fernrohr und schaut schon ganz begierig in die Ferne. Scheuerpulver. Können wir das jetzt hier benutzen oder was? Um das irgendwie zu reinigen. Die Hälfte ist geschafft. Ich kann es nicht leiden, wenn es so schmutzig. Mhm. Ja, ich kann es auch nicht leiden, wenn es so schmutzig. Ja, ja. Dylan weiß schon, wie man sich ausdrückt. Oder so. Ah, schön. So, jetzt haben wir den Captain hier vervollständigt. Was bekommen wir denn? Ah, so ein Enterhaken. Oder ein Anker. Oder ein Haken. Stimmt, ein Anker. Mensch, mit diesem Haken kannst du einen großen Fisch fangen. Aber kannst du ihn auch aus dem Wasser ziehen? Ja, mal schauen, ne? Haben wir jetzt so ein... Ja, eben, das ist doch so eine Art Enterhaken. Oder halt, ja, eben, ein Haken am Seil. Aber das Seil fehlt noch. Gut. Gut, jetzt haben wir noch die Kanone. Konnten wir uns auch noch anschauen. Da müssen wir wohl irgendwie das Schiff versenken oder ich weiß auch nicht. Ich brauche kein Schießpulver und... Ich brauche kein Schießpulver und Kanonenkugeln. Ich will das Boot nur dichter heranziehen, es nicht versenken. Ach so. Ja, haben wir ja jetzt den Haken, aber uns fehlt halt auch das Seil. Schade, vielleicht finden wir das ja in diesem Wimmelbild. Wir schauen mal rein, komm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh, was brauchen wir denn? Ein Tanzzapfen, so, haben wir schon direkt. Was ist hier? Oh, so ein kleines Mini-Puzzle im Puzzle und eine Piratenflagge. Naja, eine Piratenflagge hätte ich das jetzt nicht genannt, aber... Naja, okay, wie müssen wir das jetzt einsetzen? Ich weiß gerade gar nicht. Und ich hier hin? Nicht? Ja, muss ich jetzt Trial and Error schon wieder machen, oder was? Mensch. Ah, okay. Okay. Auch nicht. Stopp. Ich wollte dich doch gar nicht dahin machen. Dahin. Dahin. Du kannst hier hin und du dahin. Ja gut, man hätte es sehen können, aber naja. So. Das
sind das jetzt? Sieht aus wie so ein trauriger Smiley oder so, so ein bisschen. Das sind die Augen und dann so ein schräger kleiner Mund. Naja, ein Fisch haben wir jetzt zusammengesetzt. Schön. So, raus da. So, 21 Minuten haben wir jetzt, aber brauchen wir noch ein Seil? Ja, Seil. Das bekommen wir wahrscheinlich auch, habe ich ja schon gesagt. Was ist das denn? Naja. Was ist das? Was ist das denn? Ja. Ich habe heute schon mal so ein Spielzeug gesehen. Ich muss es aufziehen. Ach so, so eine Aufziehmaus. Aufziehspielzeug, genau. Haben wir so ein Ding hier? Was haben wir da? Ein Knochen? Was brauchen wir denn noch? Weiß ich nicht, ein Schnabel. Können wir da den Schnabel von dem Papagei nehmen? Nee. Irgendwie nicht. Wäre ja auch ein bisschen grausam, oder? Einfach den Schnabel da rausziehen. Noch ein Knochen. Was machen wir denn mit den Knochen? Wo müssen wir die hinlegen? Naja. Ah, das ist ein Schnabel. Wie so ein, von so einem Kakadu oder so. Entschuldigung. Eine Schnecke. Ah, da. Ich will da so raufkriechen. Ich suche auch ein Seepferdchen. Ich habe ein Seepferdchen gesehen. Schade. Schienenschild. Ein Schienenschild? Pff, weiß ich gerade nicht. Was haben wir hier? Muscheln. Sollen wir die auch irgendwie... Ich muss wissen, auf welche Muscheln ich drücken soll, um diese Kiste zu öffnen. Ja, woher weiß man das? Können wir es einfach ausprobieren? Anscheinend schon. Wow, was ist da denn drin? Ein Angelhaken, okay. Was suchen wir denn noch? Ein Kompass, das ist ein Kompass. Was haben wir noch? Ich klicke jetzt ein bisschen random rum, damit es ein bisschen schneller geht. Sorry, aber scheinbar ist da auch nichts anderes mehr drin. Gut. Suchen wir auch ein Fernglas? Nee, eine Tomate, wie liegt hier? Eine Baggerschaufel. Hatten wir hier eine Baggerschaufel irgendwo? Eine Lokomotive? Nee. Suchen wir nicht. Ein Bowlingkegel. Da. Geld. Vielleicht so Piratengut oder so. Ein Heißluftballon. Da ist doch ein Heißluftballon. Können wir da was wegmachen? Ohne einen Korb ist dieser Ballon nutzlos. Habe ich mir schon gedacht, dass da der Korb ja eigentlich fehlt. Wo haben wir denn hier einen Korb? Ich überlege aber auch gerade, dass ich vielleicht dann ein bisschen was rausschneide. So ein bisschen was. Ah, da ist der Korb. Von der Folge. Damit die halt doch ein bisschen kürzer wird. Also ich mache jetzt hier das noch fertig. Eine Ente suchen wir auch noch. Ich mache das jetzt auch fertig, solange wie es dauert. Und dann schneide ich dafür vielleicht ein bisschen was vom Anfang raus. Von diesem Fischrätsel. Ich weiß immer noch nicht genau... Was für ein Schienenschild. Können wir das ja eigentlich wegmachen? Piratenflaggen zeigen immer einen Schädel und zwei gekreuzte Knochen. Genau, stimmt. Also können wir den Knochen und den Knochen. Genau, so. Piratenflagge Nummer 2. Und die dritte Piratenflagge ist wahrscheinlich das da. Gut. Alles klar. Was haben wir noch? Ich weiß ja immer noch nicht genau, was dieses Schienenschild sein soll. Also ich wüsste, wie eins aussieht, aber... Ah, das da, okay. Das war ja komisch ein bisschen. Eine Ente, ein Aufziehspielzeug und eine Baggerschaufel. Was ist eine Baggerschaufel? Ich sehe die gerade aber auch gar nicht. Und ich sehe auch diesen Schlüssel gar nicht, womit man die Maus aufziehen kann. Ah, da ist er. Gut, haben wir wieder dieses Aufziehspielzeug. Fehlt immer noch die Ente. Was? Wie kommen wir denn zu einer Ente? Sorry, da wollte ich nicht reinklicken. Was ist das da denn? Können wir hier irgendwas verschieben oder aufmachen noch? Was ist das da eigentlich? Nee, irgendwie, weiß ich gerade nicht, wie es hier noch weitergehen soll. Ach Mann. Hier noch irgendwas. War hier vielleicht noch irgendwas drin oder so? Oder. Nee. Was ist das da? Auch nix. Ach komm schon. So nah und doch so fern. Oh, hier haben wir den großen Wagen.
Hätte ich jetzt auch gar nicht so gesehen, aber es ist keine Baggerschaufel, oder? Ernsthaft? Baggerschaufel? Der große Wagen wird mit einer Baggerschaufel übersetzt? Boah, ey, wie schon gesagt, die Übersetzungen hier sind echt sehr fragwürdig. Ist der Papagei da vielleicht auch eine Ente? Boah, ey, echt. Dieses Spiel, ey, und seine Übersetzung wohl eher. Diese Übersetzer, Mensch! Was macht ihr eigentlich für einen Job? Das könnt ihr sogar ich besser. Eine Ente. Wir müssen immer noch irgendwas machen, um an die Ente zu kommen. Wenn es überhaupt eine Ente ist. Vielleicht ist es ja auch, weiß nicht, ein Schwan oder vielleicht ja auch ein Elefant oder so. Man weiß es nicht. Eine Ente. Ah, oh Gott, wie süß. Ein Küken. Aus dem Ei raus. Süß. Okay. So, wie gesagt, jetzt haben wir... Okay, jetzt bekommen wir den Piraten Totenkopfzeichen hier. Und das Seil. Gut. Das heißt, wir wissen schon, dass wir die Kanone in der nächsten Folge benutzen können. Sorry, dass jetzt die Folge eventuell ein bisschen länger ist. Ich weiß noch nicht, wie viel ich rausschneide. Wie gesagt, habe ich ja alles erklärt. Ja, dann schauen wir in der nächsten Folge, dass wir die Kanone abfeuern und dass wir diesen Piraten... die Piratenflagge einsetzen an der Kiste und schauen, was da so drin ist und was uns da, was wir da so machen können. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, sie ist nicht zu lang. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen schön schneiden und alles, dass sie nicht zu lang wird für euch. Und wenn doch, dann verzeiht mir bitte, dass sie ein bisschen länger geworden ist. So, also, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, eure Shadow Kieberwolf.